Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim. So, und wie man es hört, haben wir das gleiche Wetter wie gestern. Naja, richtig übles Sauwetter eben. Okay, gut. Hunger und Durst? Wer hat da so viel Hunger und Durst? Das Schwein hier. Ist doch fressen da. Hör mal. Oder kommst du nicht ran? Die Sau hier ist voll wie sonst was. Ich stell mal das Wasser hier hin. So, wie geht's der Kuh? Geht's gut? Und der Kuh geht's... Die Kuh hat ein bisschen Hunger, aber da ist doch Essen. Ah ne, das ist das Schwein hier wieder. Komm Schwein, guck. Hier. Hier hat's fressen, siehst du? Ja, jetzt geht's fressen, sehr gut. So, war da noch mal eins? Kacke war da, ja. Sehe schon. So, Kuh geht's gut. Dem Schwein hier fehlt's auch ein bisschen an Essen. Boah, da ist auch wieder so ein Drum. Hat auch fast schon einen ganz flachen Rücken. Aber entweder waren die beide noch nicht ganz hundertprozentig, als wir sie verkauft haben. Also das Fleisch davon. Oder aber, weiß ich nicht. Kann ich denn, wenn ich jetzt... Aha, sieh mal einer an. Einmal platzieren. Halte gedrückt platzieren. Da muss ich aber rein dazu. Halt. Nein. Du bleibst da. E. Installieren. Ach, geht nicht, weil er voll ist wahrscheinlich. Kann ich ihn hier reinleeren? Ja, das geht. Sehr gut. So, Kuh. Ja. Ach was, und jetzt melken wir hier. Wie geht's hier? Hier, melken beginnen. A und D. Na, so. Kann ich so ganz schnell... Oh, ganz schnell mag sie nicht. So, Eimer ist voll. Weiß ich nicht, ob Kuh leer ist, aber zumindest ist einmal voll. So, dann bringen wir den mal raus. Und füllen den hier rein. Milch einschütten. Sehr gut. Ist da noch was? Das sah mir so aus, als würde da noch was gehen. Kuh, das ist kacke, was du machst. Ah, okay. Keine Milch? Keine Milch. Ja, Kuh, jetzt haben wir hier ein Problem, ne? So. Problem gelöst. So, andere Kuh. Halt. Naja, egal. Fangen wir halt hier an mit Melken. Bringt da jede Kuh nur einen Eimer? Also der Eimer ist eigentlich voll jetzt, ne? Keine Milch, okay. Tür zu.
Halt. Gib her. Nein, Kuh. Geh zurück, Kuh. Eieiei. Warum bin ich immer noch im Kriechgang unterwegs? So, Milch ist eingeschüttet. Einmal stellen wir da hin. Nein, Schwein, du bleibst da. Halt, Kuh. Komm mit. Schwein, geh da raus. Komm da weg. Oh, ich muss dazu machen. Das ist ja furchtbar. Ihr dummen Viecher, verpisst euch jetzt. Das gibt's ja wohl nicht. Wo ist die Kuh? Da. Du dämliches Schwein, komm da raus. Das ist nicht dein Stall. Und du Kuh, komm mit. Schwein, geh weg. Kuh will durch. Ach Mann. Echt Viecher, hört doch mal auf. Hallo, kommst du mal? Komm doch mal her jetzt. Hier, das ist dein Stall. Komm rein hier. Nein. Du sollst... Nein! Schwein, hau ab. Das ist nicht dein Stall, hau ab! Hey, ich drehe jetzt dann gleich durch. Ihr Idioten. Okay, Schwein geht weg. Kuh, komm rein. Kuh, geh weiter. Machen wir halt zuerst zu. Oh Mann, ist das eine Aktion hier. Unfassbar. So, Schweinchen. Ah, sieht schon ganz schön gemästet aus. Wie viel Kohle haben wir denn noch? $150. Hier liegt echt viel Scheiße rum. Aber egal, hier draußen lasse ich die Scheiße mal. Da fehlt noch so eine Art Mistboy oder so, wo man quasi mit der Scheiße einfach in einem großen Radius, also wo man durchläuft mit so einer Art Schaufel und dann die ganze Kacke auf einmal so vor sich her schiebt. Oh, süß. Das ist mal ein schöner Unterschied. Okay, welches nehme ich denn mit? Uns fehlt ein Schwein. Wir müssen ein Schweinersatz für ein Schweinersatz besorgen. Ich hole mal den LKW. So, Türe wieder zu. LKW, LKW. Da, 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 da. So ein blödes Mischwetter aber auch. Na, ein Stückchen noch so. Ach egal. So lasse ich ihn stehen. So. Ein richtig schön breites Exemplar hätte ich gern. Ah, die sind alle noch nicht so. Außer das da. Das müsste, glaube ich, das ist schon ziemlich. Ein ziemlicher Brummer. Hallo. Ja, das ist auch schon recht flach auf dem Rücken. So, lass mich mal durch. Ich muss das Tor zumachen. Bevor deine Kollegen mitwollen.
ganz schöne Wuchtbrumme, ja. So, und wie schaut's hier mit dir? Ja, ich weiß nicht, da geht glaube ich noch was. Ach, ich dachte gerade, das wäre eine Kuh. Da guckt ein Schwein durch. Okay, nee, ich glaube, da geht noch was bei ihm hier. Machen wir mal den da soweit fertig. So, ah, ich freue mich so drauf, wenn das Update kommt, wo man dann einfach drauf fahren kann. Wo man quasi einfach mit dem LKW auf diese Verkaufsfläche fahren kann. Oh, hallo Hirsch. Und die Sachen, die man da drin hat, einfach so mit der Verkaufsfläche verkaufen kann. Bäh. Das wird gut. Und man die Sachen da nicht mehr einzeln rausholen muss. Sehr schön. Hoch. Na, habe ich den Baum? Nee, ich glaube, ich habe ihn nicht erwischt. Erwischt. So, fahre ich mal hier hin. So. Hör auf mit deinem blöden Rumgeknie. Ich werde noch zum Elch. Komm raus. Stopp. Du bleibst hier. Hanswurst. Komm. Komm näher. Komm. So. Komm her. Weiter rüber. Ach, Mann. Schwein, echt. So. Hierher. Genau, so ist gut. Entschuldigung. Aber du bist halt nun mal ein Schwein. Achso, nee, da komme ich von hier nicht ran. Da nehme ich mal wieder die andere Perspektive. So. Das müsste gehen. Ah, da ist immer offen. Okay. So, ja, geht. Wunderbar. So, Fleisch auf dem Boden, dann Fleisch auf der Veranda. Komm schon. Gib's mir her. Hallo. Dann Fleisch in Laden. Fleischlieferung. Haben wir alles? Ja, sieht gut aus. So. So, alles schön in die Ecke packen. Okidoki.
So, ist alles drauf? Sehr schön. Wie viel haben wir? 910. Also, ein... Ach, oh, juckt. Ach. Also, ein richtig ausgemästetes Schwein bringt 26 Fleisch und 910 Dollar. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir aber 1, 2, 3, 4 Schweine, dass wir wieder auf normal sind. Und das reicht nicht. Nicht genug Geld. Dann eben 3 Schweine. So, komm her. So, du auch. Komm. Zack. Und du auch. Ach, Moment, wir haben doch... Halt, Moment mal. Ich habe 2 Schweine... Oder habe ich 3 Schweine verkauft? Ich glaube, ich habe 3 Schweine verkauft, oder? Oder sogar 4? Das erste Mal. Nein. Ich habe 2 Schweine verkauft. 18 habe ich gedacht, kriege ich. 1800, ja. Ich habe 2 Schweine verkauft und jetzt 1 Schwein verkauft. Und habe jetzt meine 3 Schweine wieder. Okay, dann passt doch. Dann bin ich jetzt quasi wieder auf 0. Und habe aber noch 2 Kühe dazu. Und wollte noch eine Milchkanne kaufen, was ich jetzt vergessen habe. Uah, Mann, rutschig. Das heißt, mit dem nächsten Schwein holen wir nochmal Schweine. Also die Rehe, seit wir nicht mehr jagen gehen, sind die Rehe ganz schön aufmüpfig geworden. Springen hier rum, als wäre sonst irgendwas. Waldfest. Oh Mann, dieses Wetter nervt hier echt. Kann man das nicht abschalten? Ja, genau. Spring du auch hier rum, Hirsch. Alles gut. Das konnte man doch irgendwie abschalten, oder nicht? So, dann versuche ich nochmal den Trick mit dem Gatter. Aber diesmal muss ich da ein bisschen anders ranfahren. Hau bloß ab, Mann. Hast du ein Glück, dass ich nachladen muss? Was bilden die sich ein, diese Viecher? Oha. Jetzt ist er tot. Nein, er ist noch da. Kommt wieder. Bleib weg, du Mistviech. Okay. Wir haben nochmal 2 Fleisch extra bekommen. Drecksviech. Springt hier rum, als wäre es seins. Oh, 3 sogar. Ja, jetzt reicht's aber hier. Junge, Junge. Das mal hier ein. Kann man das nicht? Gibt es hier nicht Optionen? Lightning Storm. Wenn ich das jetzt ausmache.
Spielernamen anzeigen. Deutsch Eingabe. Musik, Soundeffekte, Video. Effekte episch. Clouds Quality. Aha, vertikale Sync ist aus, vielleicht deswegen. Ja toll, jetzt gewittert es nicht mehr, aber ist immer noch furchtbar Regen. Ja, vielleicht wird das ja jetzt weniger, wer weiß. Also der Regen quasi. Könnte ja sein. So, Schwein, geh weg. So, Schwein mal wegschieben. Okay. Also, ich kam raus, aber... Man kann halt auch auf die Schweine gar nicht drauf, ne? Als Rampe benutzen, zum hier rauskommen. Nee. Aber ich könnte so... Achso, da komme ich wieder hier raus. Dann fahre ich noch ein Stück vor. Dann steige ich hier aus. Sehr gut. So, dann mal sehen, ob die Schweine jetzt auch da rauskommen. Nein, natürlich kommt es ganz woanders raus. Halt, bleib stehen. Du Mistviech. Na gut. Komm, wir gehen hier rum. Junge, Junge. Hör auf rumzudriften und komm rein. Schwein, was machst du? Warum driftest du so? Dass die auch immer hier zu diesen Toren rennen müssen. So, mal sehen, ob das wenigstens dann hier funktioniert, bei dem hier. Nein. Auch das hier will in den Wald. Halt. Okay, dann ist das aber ziemlich sinnfrei, was ich da versucht habe. Die Mannschaft schläft. Was machst du denn? Tokyo Drift oder was? Was zur... Oh, die Kühe schlafen auch? Nö. Die schon. Die schläft im Wassertrog. Warum tut sie das? Jetzt Kacke. Jetzt auch Kacke. Eieiei. Naja, ich sollte morgen mal... Was mit der Kuh? Warum schläft die nicht? Ach hey. Naja, ein Schweinchen haben wir noch.
So, komm raus. Rennst ja auch gleich wieder weg. Oh ne, schläft. Sehr gut. Komm. Komm. Komm mit. Komm. Komm rein. Halt. Tür zu. So. Ah, dass die immer abhauen wollen, das ist unfassbar. Diese blöden Viecher. Und was machst du da, Schwein? Warum rutschst du rum? Du schläfst doch. Was ist das denn? Hier machen wir Tor zu. Zack. Immer noch. Warum tut es das? Und ihr Ferkel, lasst mich in Ruhe. Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Hier machen wir auch zu. Heieiei. 23 Uhr schon wieder. Ah, okay, hier habe ich zugelassen. Sehr gut. Da bleibt jetzt auch zu. Verdammt. Muss ich den LKW noch holen? Hier sollten wir mal wieder auffüllen. Haben wir gemacht. 76 Dollar noch. Komme ich da ran zum Zumachen? Nee. Ich hoffe, die beheben das, dass der immer so geduckt läuft, wenn er aussteigt. Das ist echt nervig. Also ich bin halt echt am Überlegen, ob ich mir hier einen richtig coolen Parkplatz baue. Nein. Licht aus. So. Einen richtig schnieken Parkplatz, wo ich mit dem LKW quasi so eine Art Carport, wo ich mit dem LKW drunter fahren kann. Wäre gar nicht schlecht. Aber jetzt machen wir erstmal eine Folgenpause und sehen uns dann erst morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Ranch Sim. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.